behaupte auch nicht, dass ich das schon weiß, was eigentlich Gesundheit ist, aber es ist jedenfalls eine zunehmend offene Frage für mich geworden, die immer interessanter geworden ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und da ist mir dann irgendwann oder uns irgendwann dieses Thema positive Gesundheit aus den Niederlanden begegnet und das war dann tatsächlich eine furiose Begegnung. Sie sollen sich realisieren, dass man wirklich eine Haltungsveränderung braucht. Man soll lernen, anders zu denken. Weil die konventionelle Art von Denken, wie ich als Ärztin ausgebildet bin, ist die linke Seite. Ich muss vielleicht erklären, dieses Bild hat mein Institut zusammen mit der Universität von Wageningen entwickelt, vor Jahren her. Und es hat angefangen mit der Landwirtschaft. Und wir in Holland treiben wir sehr viel hochtechnologisierte Landwirtschaft und wir können alles kontrollieren. Also, aber das ist eine Lage, wo man, hier sieht man den Hügel und es geht darum, wie hält man den grünen Kügel auf die richtige Stelle und das macht man mit Kontrolle. Und das ist gerade, was wir als Ärzte auch machen, wenn es eine Blutdruckerhöhung gibt oder Diabetes, mit den Medikamenten halten wir die Sache unter Kontrolle. Und da können wir sehr vieles. Aber eine andere und modernere Art von Wissenschaft, weil dieses Linke hat hunderte Jahre von Wissenschaft hinter sich. Aber an die rechte Seite sehen Sie eine neue Art von Wissenschaft, Complex Adaptive Systems Wissenschaft, die ökologische Wissenschaft. Diese Zeichnung kommt aus der Ökologie, wie das in die Natur organisiert ist. Man bildet eine Schale, wo der Kügel dann in Position bleibt, aber auf eine andere Art als links. Links ist es, da sehen Sie da unten ein statisches Gleichgewicht und an der rechten Seite bildet man ein dynamisches Gleichgewicht und man steuert aber auf eine andere Art und Weise. Und das Wichtigste von der rechten Seite ist, dass es ein System ist, was multifaktoriell bestimmt ist. Es sind sehr viele Faktoren und man muss das so ein bisschen steuern, damit es so eine Balance gibt. Und das ist die neue Art von Denken, die wir lernen sollen, um wirklich meiner Einsicht Prävention zu gestalten. Das geht über mich, das geht über das ganze Mensch. Ich bin Patient, aber ich habe ein großes Teil, das doch gesund ist. Aber letztendlich kam heraus, dass sie sagten, wir geben einen Rat. Du arbeitest jetzt an Gesundheit, aber mach es klar, dass es nicht ein Selbstzweck sein kann, aber ein Mittel, damit jemand sein eigenes Leben leben kann. Auf Holländisch sagt man, den Mensch sein Ding machen kann. Da es soll um Sinngebung gehen. Und ich dachte, ich wusste das von Antonovsky, ich kannte das von den Blue Zones und da kam es wieder in meine Interviews. Und ich dachte, ich werde die Sinngebung oder Sinnhaftigkeit integrieren in die weitere Ausbildung. Das Wichtigste ist, dass wir fragen, was wollen Sie? Und nicht, Sie sollen das. Ich habe als Ärztin gelernt, ich mache, sage, was Sie sollen, aber wir fragen, was wollen Sie? Und das motiviert die Leute ungeheuer. Sie machen gerne, was für Sie einen Wert hat. Am einen Moment spürte ich, das sind gerade die Elemente von Antonovsky. Mit dem Spinnnetz bekommt man einen Überblick über das Leben. Leute sagen, was zuerst eine Verwirrung war, plötzlich ordnet sich das und man sieht, ja, so geht es mir. Und dann kommt das andere Gespräch und dahinter steckt die Frage, was ist für Sie sinngebend, sinnhaftig. Das benennt man nicht so bestimmt, aber was ist wichtig für Sie? Was finden Sie? Und dann zusammensuchen, was man machen kann, damit gibt man jemand etwas in Hand. Also nur Medikamente, um die Kranken zu behandeln, darauf zu warten, dass sie krank werden und dann behandeln, selbst wenn es einigermaßen nebenwirkungsfrei ist und hilft. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen eine andere Medizin betreiben, wenn wir eine weltweite, globale Verantwortung übernehmen wollen für Gesundheit der Menschen. Insbesondere, und das ist gewissermaßen meine Botschaft heute, wir haben Verantwortung für die Welt. Wenn wir hier
das Glück haben, mit hervorragenden Einrichtungen, tollen Kooperationen in Europa ganz besonders, aber natürlich weltweit, Fortschritte der Medizin, Fortschritte der Gesundheitsforschung ermöglichen können, dann muss das so sein und müssen wir solche Techniken und solche Methoden entwickeln, die in aller Welt anwendbar sind, unter den Bedingungen, die dort vorhanden sind. Und das beinhaltet immer, nicht darauf warten, dass die Leute krank werden, sondern Prävention, Prävention, Prävention. Und diese Prävention geht nur, wenn der Patient mitmacht und wenn die Patienten eine ausreichende Ausbildung, Bildung und Vorbereitung haben, diese Prävention selber und selbstverantwortlich zu betreiben. Und das habe ich verstanden, ist eine der Hauptaufgaben hier. Und diese wunderbaren Grafiken, die Sie haben, die jeder für sich wahrscheinlich schon ausgefüllt hat, sind ein gutes Beispiel dafür, eine Anleitung dafür, diesen Weg zu gehen. Die meisten Ärzte praktizieren da, wo man sie am wenigsten braucht. Im Bereich der Überversorgung haben wir halt in Deutschland die Situation, unser Gesundheitssystem belohnt Menge. Also alles mehr, alles viel, ja, und wenig dem Value, dem Wert, den eigentlichen Nutzen für den Patienten oder das Ergebnis für den Patienten am Versorgungsende. Wir haben sehr hohe Kontaktraten. Also europaweit sind wir Spitzenreiter. Überversorgung, man kann nicht sagen, das ist einfach nur ein Geldproblem, sondern das kann auch Schaden einrichten für die Gesellschaft, eben Ressourcenverschwendung, die Sozialsysteme werden belastet. Es kann auch zum Vertrauensverlust führen, weil wenn es völlig beliebig ist, welche Leistungen einem Patienten da zugutekommen. Wir haben ein Problem beim Personaleinsatz. Und das führt natürlich am Ende auch zu Überlastung, Demotivation und für Patienten können auch wirklich sehr gravierende Folgen durch Komplikationen, Beeinträchtigung der Lebensqualität. Man macht Untersuchungen, es gibt Zufallsbefunde, dann wird wieder, es gibt so Versorgungskaskaden entstehen dann. Und das führt letztlich auch zu höheren Krankenkassenbeiträgen. Und aber auch auf Patientenseite, die Patientinnen und Patienten können auch zur Überversorgung beitragen. Ein guter Kollege von Ottmar Baas und mir, Ferdinand Gerlach, langjähriger Sachverständigenratsvorsitzender für Gesundheit, hat mal gesagt, das deutsche Gesundheitswesen ist geprägt durch eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Jeder macht das, was er für richtig hält, das macht er oft auch gut, allermeistens gut, aber es gibt wenig Absprachen darüber, wer noch einbezogen werden sollte, was andere machen und es wird wenig Rücksicht darauf auch genommen, da mal so ein Gesamtbild herzustellen. Und da sehe ich auch eine große Chance, neben Konzept positive Gesundheit aus der organisierten Verantwortungslosigkeit eine organisierte Verantwortung zu machen. 50-70% der Besuche in Notfallambulanzen sind vermeidbar. Ich denke, die Strukturreformen, die wir haben, bieten Chancen. Wir müssen natürlich auch diese Chancen nutzen. Die Initiativen, die wir bisher haben, die bleiben immer auf einzelne Themen begrenzt. Und da sehe ich schon die Möglichkeit, dass positive Gesundheit als Gesamtkonzept da wirklich, sagen wir nochmal, einen neuen Denkrahmen geben kann. Und ich sehe insbesondere bei den jungen Ärztinnen und Ärzten, die jetzt ausgebildet werden, zum Beispiel in der Verbundweiterbildung, in den Programmen zur Fortbildung, und auch in der haushaltszentrierten Versorgung Orte, wo man das Konzept anbinden kann. When a patient comes to you, if you're in your own way of thinking, then you have a medical solution for the patients. But if you just leave it at the patient's table, then there is room for another discussion. But also we have studies that if you just
sit on your hands and keep your mouth shut, like Machtelt told us. And you do that for 2 minutes, that then 60 or 70% of the patients, after 2 minutes, will give a normal, a natural pause, and they will stop talking. And in these 2 minutes, they tell you things that are so completely different than when you talk from your own situation, then that's a world of difference. It's really important, and there you make the difference. And what kind of difference did we make? I explain it to my own patient with the metaphor of a taxi. If you stop a taxi on the street and you get in, what is the first question the taxi driver will ask you? Where do you want to go to? It's not so normal if the taxi driver starts with, what do you want to leave behind? Or where do you don't want to go? Or, well, and that's exactly what we do wrong in healthcare. We are always, people come to us because they want to get rid of something, their headache, their back ache, or the belly ache. But if you can turn this around and start discussing with the patient, okay, we're not going to discuss your headache, but where do you want to go to? Well, that's enormous change in perspective, and very interesting to see what happens then. Our practice was the first practice in the Netherlands who started with this experiment. We call it more time per patient. And then it spread all over the country. Other projects started. And to our big surprise, the National Care took over. And in 2023, all general practices in the Netherlands can spend more time per patient, in order to reduce the costs in care. And what I'm worried about is I'm overwhelmed by the fact that a small practice can make a difference, and that's my message to you. If you don't feel happy with your work, you can make a difference. But it's not only more time per patient, because I showed you the slide with my first colleague. If you just have more time, but you do the same, you get the same. So you should change the perspective in what you do with the patient in your surgery room. And that's positive health. So you should work together in a network. And in the Netherlands, we have projects to work together and find out how we can work on a positive health way for not only the primary care, but also hospital care, but also social welfare. Because lots of solutions are not in healthcare anymore, but in the social welfare area. But that means that there should go more money to the welfare. Ich mache das jeden Tag. Jeden Tag habe ich so 4, 5 positive Gesundheitsgespräche und ich bemerke auch, dass positive Gesundheit wirklich, ja, es ist die Haltungsänderung. Es ist immer wieder schauen, was bringt jemands Augen zum Leuchten? Was ist sinnvoll für jemand? Und was ist wirklich, warum ist er hier? Was sind die Fragen, aber auch, was können die selber machen? Und ich bemerke, dass das so gut funktioniert für mich, dass es auch mehr viel Spaß bringt, mein Team und auch in die Community. So, das Schöne ist, dass es klar wird mit das Nutzen von positiver Gesundheit, wo jemand nächsten Schritt machen kann. Meine Augen kommen jeden Tag wieder zum Leuchten, weil ich die schönen Gespräche habe mit Menschen. Ich möchte gerne mich so für Sie einsetzen, dass ich überflüssig werde. Das ist so ein Bonmot. Und als ich vor 1,5 Jahren Machtelt Huber und dann die positive Gesundheit kennengelernt hatte, da war das ein Elektrisierungsmoment, weil ich merkte einfach, da ist jemand mit dem gleichen
Anliegen mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Glücklichkeit, hat aber einen anderen Weg gefunden und der ist pfiffig und der ist genial und damit kann ich noch ganz anders an meine Patienten ran. Ich kriege anderes von denen mit, als das, was ich bisher mit meiner Gesprächstechnik erreichen konnte. Und es funktioniert und es funktioniert auch durch andere. Es ist einfacher zu lernen als der integrativmedizinische Ansatz, in dem ich mich sonst einfach über Jahre übend bewegt habe. Die Eigenständigkeit der Menschen, das ist letztendlich das, wonach sich so viele sehen. Nicht gegängelt, nicht bevormundet werden, sondern wieder selbstständig für sich Verantwortung übernehmen dürfen und darin auch noch angesprochen, gewertschätzt und gefördert zu werden. Und das funktioniert mit der positiven Gesundheit richtig gut. Wir haben das gesamte Praxisteam und auch noch eine Crew von der Uni Lübeck und noch einen Kollegen aus Lüneburg bei uns geschult. Das hat auch das Team in der Kommunikation miteinander befördert. Das merke ich in den Teambesprechungen auch. Es wird nochmal wieder anders miteinander geredet. Ich freue mich auch, dass ich das nicht nur anwenden darf, sondern dass ich auch einen Schritt immer wieder zurücktreten darf und mich über mir die Frage stellen darf, womit arbeite ich, auf welcher Basis, ist das jetzt mundgeklöppelt oder wie ist das belastbar, wie kann ich damit wissenschaftlich umgehen, da bemühen wir uns einfach auch sehr um die Reflexionsebene, weil wir eben Gott sei Dank mit der Allgemeinmedizin der Uni Lübeck einen wunderbaren Resonanzraum haben, die damit eingestiegen sind, die lieben Kollegen, sodass wir da wirklich auch einen guten Austausch haben, dass wir das nicht nur einzeln machen und auf einer kleinen Insel sind, sondern eben mit den Freunden in den Niederlanden und eben auch mit der Uni einfach in einem guten Austausch. Und das ist ja positive Gesundheit, das ist ja einfach Austausch und Lebendigkeit. Also wenn man sich anfängt, mit positiver Gesundheit zu beschäftigen, tut man nicht nur unendliches Gutes für seine Patienten, sondern kommt selber auch wieder in eine Lebendigkeit, die dann auch erfrischend ist. Das ist nochmal zusammengefasst, dieses und die nächste Folie, das, was Positives Gesundheit für mich wirklich ist. Ich komme weg von der eingefahrenen Kommunikation und der eingefahrenen ärztlichen Empfehlung in eine Begegnungsebene, die ganz andere Seiten meiner Patienten aufleuchten lässt und eben dieses Ideal, dass kein Mensch, der bei mir ins Sprechzimmer reinkommt, so rausgeht, wie er reingekommen ist, sondern in sich selber gestärkt, gewandelt und wieder anders sowohl mit seiner Krankheit als auch mit seinen Nöten draufschauen kann und in der Welt bestehen kann. Da ist positive Gesundheit schlicht und ergreifend nur ein riesengroßes Geschenk. Und im Endeffekt tun wir das, warum wir mal Arzt geworden sind, in neuen Impulsen. In der Hausarztpraxis gibt es ein Projekt, da kann auch Ottmar Baskin dazu berichten, das in der Pipeline ist. Ich habe jetzt mal gesagt, unter Laborbedingungen, eine Modellierung oder vielleicht besser unter Idealbedingungen, das nennt sich Kontextuierung und Strukturierung von Positive Health Gesprächen, wird auch gerade beantragt und da geht es um Videoanalysen zu den Wirkungen der Intervention, zwar ganz feinkörnig mit Ärzten und Ärztinnen, die das wirklich können und dann aber auch in dem Qualitätszyklus zu fragen, so wenn ich das jetzt etwas anders mache, was passiert dann? Wie verändere ich das? Was geschieht bei dem einen Patienten, bei dem anderen Patienten? Also wirklich ein ganz naher Blick an eine fast Idealbedingungen. Und das kann eben dazu helfen, auch bestimmte Faktoren zu identifizieren, die jetzt immer in diesem Gespräch besonders hilfreich sind oder vielleicht auch Störfaktoren, die man vermeiden sollte. Und da kann man noch viel mehr über dieses Konzept noch lernen und vielleicht auch das noch weiterentwickeln. Und wir haben auch einige Projekte bereits, wo modelliert wird unter Alltagsbedingungen. Und zwar haben wir da einmal ein Projekt von unserer Doktorandin Julia Schmedding. Da haben wir Trainings gemacht mit WeiterbildungsassistentInnen für Allgemeinmedizin und jungen Hausärzten und Hausärzten. Caroline hat dort auch mitgewirkt und gucken gerade, wie die es ihnen gelingt, das anzuwenden. Und wir haben schon gemerkt, was sie auch uns schon gesagt hat, wenn die Praxis nicht das als Ganzes adaptiert, ist es gar nicht so einfach zu sagen, oh, das ist toll, das mache ich jetzt einfach mal so. Also die Implementierung ist nicht ganz ohne, aber sie sind mit Begeisterung dabei. Wir werden
die Ergebnisse demnächst noch vorstellen. Dann möchte ich noch hinweisen auf das Projekt von Ulrich von Rath, das ist ja eben schon berichtet worden. Auch ein ganz wichtiges Projekt, wie kann man eine Praxis, in Niederlanden ist das ja bereits geschehen, aber wie kann man Praxen jetzt hier, sehr motiviertes Team, Early Adopter sozusagen, wie kann das gelingen und was sind die Bedingungen, was brauchen wir unbedingt, was brauchen wir vielleicht auch nicht unbedingt, aber das ist ja jetzt Ulrich von Rath, das ist ja sowieso schon jemand, der wahrscheinlich patientenorientiert gearbeitet hat. Jetzt ist ja die Frage, klappt das auch 10 Kilometer weiter? Und was bräuchte man denn da, um so jemanden dazu, zu so einem Team, was vielleicht nicht ganz so motiviert ist, so ein bisschen weniger idealistisch, ja, was bräuchte man denn da, um das dort zu implementieren oder Anreize zu schaffen? Modellierung unter Alltagsbedingungen, da haben wir auch noch ein anderes Projekt, da geht es um ein spezielles Anwendungsfeld, nämlich die Schmerztherapie, chronische nicht tumorbedingte Schmerzen unter Opioid-Langzeittherapie, GESCO nennt sich das Projekt, vom BMG gefördert. Da haben wir Positive Health als Teil des Patient Empowerment, der Ressourcenaktivierung integriert und testen gerade mit den Studienärzten, ob dann diese Patientengruppe sich dadurch inspirieren lässt, neue Wege zu gehen jetzt bei der Schmerz Eigenbehandlung. Wir haben auch schon Vorbereitungen getroffen, so einen Exploratory Trail zu machen. Das ist ein Innovationsfondsantrag zusammen mit den allgemeinmedizinischen Kollegen aus Essen, Düsseldorf und Heidelberg in Zusammenarbeit mit Positive Health. Das ist eine Step-Batch-Designed Vergleichsstudie. Also das heißt, alle, und zwar in Ärztenetzen, in Regionen, die am Anfang alle Kontrollgruppe sind und dann schrittweise die Intervention erhalten. Kernelemente der Intervention wären Fortbildung und Kommunikationstraining für ganze Praxisteams mit Qualitätszirkeln, Unterstützung der psychosozialen Beratungsangebote in den Netzen, wo wir Netzwerkassistenten einpflegen, also dieses Social Prescribing auch als Element und dass wir auch ein paar digitale Tools bereitstellen. Das Projekt, das geht, ist gefördert von der Techniker Gesunde Stadt Witten, wo zwei Gesamtschulen gesundheitsfördernden Unterricht umsetzen wollen mit einem externen Kinder- und Jugendcoach zusammen. Aber wie gesagt, die legen jetzt einfach los. Die warten nicht, bis ich die Machbarkeitskriterien alle erforscht habe. Und deswegen muss es noch was anderes geben. Es gibt auch was anderes und das ist das, was wir Action Research nennen. Und ich wollte Sie ermuntern, auch nicht nur in der Medizin zu gucken nach Forschungsmethodik, sondern auch nur die Sozialwissenschaften einzubeziehen. Ganz interessant ist hier, dass bei Menschen, und das sehen Sie links, die das Konzept noch nicht anwenden, die noch wenig Erfahrung haben, dass die ansprechende und übersichtliche Optik ganz, ganz oft genannt wurde. Dieses Spinnennetz, das löst etwas aus in Menschen. Das war für uns ganz interessant, das zu hören. Es wird auch als hilfreiches Werkzeug eingeschätzt. Diese umfassenden Dimensionen, die wir in dem Spinnennetz sehen können, die werden wahrgenommen und die werden als positiv bewertet. Und ganz oft genannt wurde beispielsweise auch der Perspektivwechsel hin zur Gesundheitsförderung, der dadurch eben möglich ist. Und ja, diesen Perspektivwechsel, der wurde ja heute schon immer mal wieder angesprochen. Bei den Bewertungen durch die Personen, die bereits Erfahrung mit dem Instrument haben, die betonen vor allen Dingen, dass durch das Instrument, Sie sehen es als ersten Punkt, die Selbstwirksamkeit und die Aktivierung der Patientinnen gestärkt werden kann. Und dass wir eine Betrachtungsweise haben, die mehr Blickwinkel mit einschließt, also ganzheitlicher ist. Und ja, dass wir einen Fokus haben, der auf Ressourcen liegt. Abschließend diskutieren die Ergebnisse, können wir einige Potenziale herausgreifen, insbesondere die Aktivierung der Patienten, die Kommunikation, die verbessert werden kann, dass wir ein einheitliches Gesundheitsverständnis bekommen, gegenseitiges Verständnis haben und eine Dokumentationsmöglichkeit haben. Also wir können feststellen, Positive Health
fördert die interprofessionelle Zusammenarbeit, aber auch interprofessionelle Zusammenarbeit fördert das Einsetzen von Positive Health. Und wir können bei beiden die positiven Auswirkungen sowohl für die Patienten als auch die Akteure, die Handelnden in dem Gesundheitsberuf, wir haben es vorhin schon gehört, sie sind zufriedener in ihrer Arbeit. Und auch das konnten wir heraushören. Was wir so schön erleben konnten bei der Vorstellung der drei Kollegen aus Holland. Alle drei haben sehr deutlich gemacht, wie sie als Person dazu gekommen sind und welche Rolle das für sie als Person spielt. Es sind also nicht nur Professionelle, die da handeln, sondern es sind konkrete Personen, die sich erlebbar machen und die auch andere Personen, nicht nur Patienten, sondern Personen erleben. Wenn du ein Schiff bauen willst, trommeln nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lernen die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.